Na, ging doch ratzefatz, oder Freunde? Willkommen zurück zu Final Fantasy. Ich habe wie ein Amtmann trainiert und natürlich dabei schön viel Geld farmen können. Guckt euch das an, 33.000 Gil. Voll geil, so alle nochmal schön in Cornelia geheilt und richtig cool aufgelevelt, alles sehr schön. Bin auf Level 20 und übrigens, ab Level 19 erreichen die Weißmagierin und der Schwarzmagier schon Level 5 des Magielevels. Der Rotmagier übrigens nicht, ne? Rotmagier haben wir jetzt sowieso nicht im Team, aber der braucht ein bisschen länger. So, auf jeden Fall Heilra. Ja, Oh je. Yeah. So, was denn jetzt? Nun, Vigra, also Engel auf jeden Fall auch, das ist wichtig, aber ja, ich glaube, doch, ich habe eine Idee. Also ich nehme jetzt erstmal Engel mit, zack, und dann auch Vigra, weil später gibt es nämlich noch ein besseres Engel und dann lasse ich das, glaube ich, wieder vergessen, das alte. Oder nämlich Vigra mit, oder, Mann, dieser Flächenangriff gegen Untote könnte extrem krass und stark sein. Aber ich weiß es doch nicht, was soll ich denn nur machen? Ja, Vigra, weil Vitra hilft ja auch nicht mehr so viel. Okay, ich nehme Vigra mit, ist okay. So, dann später halt austauschen. So, jetzt noch unser Schwarz-Marcel, Schwarzmagier. Der braucht auf jeden Fall... Oh, Feuer, richtig geil. So, dann, genau, Foul wollte ich nicht nehmen. Ich wollte Beam nehmen. Oh ja, das ist sehr gut. Und Toxicum, geil. Giftnebel vernichtet Gegner. Das ist ja, glaube ich, so ein One-Hit-Ding. Also, wenn man Glück hat, dann ist also sofort tot, aber naja. Was? Hä? Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Wieso? Ach, halt! Ach, ich Idiot! Och, Leute, guck mal. Beam ist, ihr seht ja rechts neben dem Preis, seht ihr, welche Klassen das lernen können. Oh, der Schwarzmagier kann das ja gar nicht. Nur der Schwarzmagus kann das lernen. Oh, ist das mies, ey. Nö, bittet aber, nee, dann warte ich da halt noch. Oh, verdammt, ey. Verdammt. Ja, das kann auch noch weiter dauern. Muss ich dann halt später mehr holen. So, kann ich noch irgendwelche Waffen aufleveln? Irgendwelche coolen Waffen hier. Priesterstab. Nö. Aha, ein Langschwert. Ein großes, zweischneidiges Schwert. Aber ist er so viel stärker? Ich kauf's einfach mal, yeah. So, dann auch bei der Verteidigung gucken. So, Lan hatten wir wenigstens hier. Wo ist denn der scheiß Lan jetzt? Ich rüste erstmal aus. So, ein Langschwert. Oh, naja. Zack. So, und Pat kann immer noch keine neuen Waffen nehmen. Und wir können auch keine... Können wir denn wenigstens irgendwas in die Schildhand packen oder so für die? Das ist doch kacke. Kommt, hast du irgendwelche Schilder hier? Aha, nee, Silberarmreif. Die haben ja keine Schilder. Was soll denn das? Silberarmreif ist voll teuer. Stahlhandschuh. Ja, da kann man ja auch mal geben. Kostet ja bloß 600. So, und dann 8000 für Silberarmreif ausgeben. Ja, okay. So, zwei Stück für Lina und mich. Alles klar. Damit bin ich so doll abkratzen wieder. Obwohl ich ja auch nicht weiß, wie stark wir jetzt inzwischen schon sind. Rüsten. So, Silberarmreif. Oh. Alter, der erhöht ja die Abwehr. Guck dir das mal an. Geil. So, zack. Boah, um 11 Punkte. Richtig geil, Mann. So, aber ein Schild können sie immer noch nicht tragen. Lederhut können sie nur anhaben. Und Lederhandschuhe nur. Mies, mies, mies. So, dann kriegst du die Stahlhandschuhe. Okay. So, ja, das ist blöd, ey, die können alle nicht tragen, ey. Ah, doch, jetzt kann Pat wenigstens den Bronzearmreif nehmen, erhöht dadurch seine Ausweichrate. Sehr gut, oh yeah. Gut, dann verkaufe ich aber auch mal wieder was. Ich muss viel verscheuern. Ich verkaufe jetzt meine Waffen, aber halt nicht alles. So, Bronzearmreif kann ich einfach scheuern. Die Bronzehandschuhe, alles viel zu lame. Lederharnisch auch nicht und Lederhut sowieso nicht. Das könnt ihr doch vergessen. So, okay, jetzt reicht aber jetzt. So, ich habe ja Phönixfeder mir geholt, im letzten Part schon. Also brauche ich da erstmal auch nicht mehr. Und dann gehen wir jetzt einfach los, was ist jetzt hier los? Let's go! Wir gehen runter zur Terrahöhle. Im Angriffsvorteil, das ist gut. Ich glaube, da reicht ja sogar aus, wenn ich alle so umbringe. Oh, und tschüss, Mann. Oh yeah. Ja, reicht aus. Ich bin ja gleich nochmal dran. Die greifen ja nicht an. Wegen Angriffsvorteil Fail. Ah, seht ihr? Geil. Oh! Robin hat eine Sonnenbrille auf. Deal with it. Ja, wie die angreifen. Ja, ist komisch. Ich hab das gehört. Ist komisch. Naja, down. Alter, wie geil, Mann. So, ich weiß nicht. Vielleicht können die ja erst zwei Waffen nehmen, wenn sie sich weiterentwickelt haben. Ist ein bisschen komisch. Aber naja, was soll's, Mann. Ich schlitz alle auf. Alter, das fällt jetzt schon stark. Down. Und down. Und Lina haut auch einfach rauf und macht ihn down. Da-dam-dam.
Kommt schon mal nicht wieder, bloß noch dahin jetzt. So, noch ein bisschen trainieren dabei. Aber wir sind jetzt auch bald da, yeah. So, hier ist ja schon diese eklige Zunge. So, dann können wir gleich auch in die nächste Ebene gehen, weil so viel war da nicht mehr. Boah, okay, Robin hat schön Verteidigung, das ist gut, Mann. Und Pat schlitzt ihn einfach weg. Und Robin genauso. Ich hoffe, meine Chancen steigen jetzt. Vor allem, da Lina und ich jetzt viel, schön viel Verteidigung haben. Wir sind deutlich mehr als vorher. Und ihr habt mir schon gesagt, ich sollte, wenn denn, dem Schwarzmagier, also mir selber, wenn doch, lieber mal eine Route geben, anstatt ein Dolch. Weil die Route irgendwie seine Wetter noch verbessert. Ach, Leute. Was wäre ich nur ohne eure Tipps? Down, du dicker Ogre. Oh je. Yeah. So, komm schon schnell. Ich will jetzt in die Höhle hier rein. Mach hin jetzt. Los, geh schon schneller. Beweg dich doch. Oh. Oh, guck mal. Eine Hyäne. Die ist neu. Die ist neu. Richtig crazy. Ne, da. Alter, Feuer ist so übel. Sag mal, Toxikum probieren. Wie viel brauchen wir? Oh, 28? Nee. Ist erstmal zu teuer. Ach, ich mach einfach. Ich mach Gemach. Ja, Gemach. Oh, schön, dass ich auch zuerst angreife. Daneben. Okay, bei den Dicken hat es geklappt. Uah. Die Hyäne sieht aber nicht gesund aus. Warum ist sie so komisch blau? Egal, tschüss. Oh, tschüss. Oh, yeah. Oh, voll in die Fresse. Ja, Gemach macht, glaube ich, halt. Guck mal, Pat greift ja zum Beispiel mit 5 Hit an. Und Robin mit 3. Und wenn ich Gemach ausspiele, dann greifen die Gegner alle bloß mal mit 1 Hit oder so an. So, jetzt sind wir da, also. Wir waren oben schon, wir waren unten schon, die beiden Wege. Und wenn ich jetzt nach links gehen würde, würde ich hier oben rechts wieder rauskommen. Ja, also eine Runde rumlaufen brauchen wir nicht. Da waren nur lauter Gegner, die alle bei jedem Feld auftauchen. Da habe ich keinen Bock. Lalala. Ach stimmt, ja, die waren ja zu stark. Ey, warum ist Robby jetzt mit seinem Langschwert so schwach? Ich glaube, weil das Langschwert ist ja halt stärker, hat aber nicht wirklich einen Effekt. Ich glaube, ich rüste mal wieder anders um. Da, da, yeah. Ja, Pat, Alter, zieht voll viel ab. Was hat Pat? Das Pat hat ein Runenschwert oder ein Wolfsschwert oder ein Drachenschwert, ich weiß es nicht. Oh, jetzt hat Robin doch wieder einen schön reingeballert. Dicke Anaconda. Oh yeah, Mann. Gut, also hier brauchen wir nichts mehr machen. Dann gehen wir erstmal nach rechts. Wenn uns auch ein Hinterhalt, ist klar. Oh, okay. Oh, schön, wir halten schon wie viel mehr aus. Pat komischerweise nicht. Pat überhaupt nicht. Alter, was ist mit Pat denn nur los, Mann? Ich verstehe das nicht. Okay, Lina, heilen mal mit Vitra. Und ich werde einfach mal wieder einen Blitzra reinhauen. Oh! Oh, warum greift ihr alle Pat an? Mein Gott. Okay, down. Yeah, und tschüss. Und jetzt wird bloß noch Feuerer los. Yeah. Blitzra, sorry. Down. Ach, ja, das ist schön. Mann, ey, ich kann hier keinen Schritt laufen, ey. Das ist so beschissen. So, okay, aber es soll ja im Original noch frustrierender gewesen sein. Also, viel frustrierender geht's ja gar nicht mehr. Okay, also nur noch nach rechts gehen. Oh, noch mehr Anacondas. Leckt mir doch alle, Mann. Leckt mich doch an meine Magierpo. Schlitz. Down. Was? Na, ist ja immerhin ist es gutes Training. Und verdammt viel Geld kriegen wir dadurch. Ah, Feuerer. Boom. Nur für 2 einzelne Leute. Und tschüss. Ah, guck mal, wie viel Geld. Wir kriegen immer 200 Gil, total viel. So, wo bin ich denn jetzt hier? Aha. Oh, hier geht's ja doch noch weiter. Okay, hier geht's nicht irgendwo lang. Ich glaube links. Oh, dicke Ogas mal wieder. Die müssen einfach mal wieder geblitzt werden. Geblitzdingst. Alter. Und ich brauche unbedingt was Stärkeres für Pat. Hätte ich vielleicht auch noch einen Silberarmreif holen sollen. Oh mein Gott, ein Blitz. Yeah. Sweet. Okay. Das war doch schon mal nicht schlecht. Alle schön geschwächt. Los, kommt, macht die Viecher platt. Sehr schön. Und die Hammer Time. Sehr schön. Oh yeah, Mann. Ist das geil. Also halt. Alter, sind da unten ist noch eine Tür. Oh. Geld. Und Antidot. Okay. So, dann jetzt nach links. Leute, ihr merkt schon, das Spiel ist doch einfach nur, also, ja, sehr zeitaufwendig. Macht hin. Haut alle auf den Sack. Und kommt schon. Los, komm schon. Und Marcel nicht in der Nase bohren. Und yeah, boom. Ah, schön. Und das bringt wieder voll viele Erfahrungspunkte.
So, warte mal, war ich hier, ich kann ja da oben noch, weiter nach rechts gehen, muss ich, oh, Minotaurus schon wieder, aber der war ja auch kein Problem, ne? Der war überhaupt kein Problem, yeah! Oh! Okay, das hat Robin gut weggesteckt, muss man sagen. Und guck mal, Leute, genau, ich habe gar nicht drauf, bin ja gar nicht drauf eingegangen, wie die KPs gestiegen sind beim letzten Level-Up, beim Offscreen-Leveln. Ich habe wenigstens wieder ein bisschen bekommen, so, da geht es ja noch weiter nach rechts. Warum? Dann da! Ein Hinterhalt, Tarantel und schwarze Witwen und natürlich gleich mal Robin vergiftet. Robby, wie kannst du vergiftet werden mit so einer fetten Rüstung? Jetzt wird ihr da durchkommen. Ja, ein Hinterhalt ist klar, greifen alle hier an. Ihr seid doch alle total scheiße. Und deswegen... Burn, Motherfucker! Yeah. Okay, und tschüss. Oh, alle freuen sich trotzdem noch. Oh, verdammt. Sorry, Robin. Sorry, Robin und Pat. Antidot. Susu. Zum Glück überhaupt nicht teuer. Also wirklich nicht. Die drei Punkte da. Kann man investieren? Also dann Items, was halt noch übrig? Potion. Potion für Pat. Potion für mich. Potion für Lina. Einfach alles zu Potion. So. Alter, Robby hat schon beinahe 400 KP. Alter, ist das übel. So. Na toll, jetzt bin ich genau richtig gelaufen. Scheiße, da war doch noch eine andere... Da war noch ein anderer Raum. Oh, ein Hinterhalt. Sag mal, was soll denn das? Wieso habe ich hier einen Hinterhalt? Wir müssen doch mal unsere Augen aufmachen, oder ist das hier, weil es hier so dunkel ist? Kommen die alle aus dem Hinterhalt immer hervorgestürmt? Na, wir wissen, wo der Eingang ist. Ich weiß aber gerade nicht, wie viele Ebenen es hier gibt. Dann, oh, na endlich. Miau. Ich müsste eigentlich immer zuerst angreifen, das wäre echt das Beste. Dann werden die immer sofort alle tot. Und dann gibt es keinen Mecker. Och Mensch, ey. Eine normale Kobra, die wuseln hier ohne rum. Hier haben wir nun gar keine Chance mehr. Oh, oh, na klar. Na klar, erstmal vergiftet. Wenn ich hasse das. Warz, warz. Und dann schaffen sie es noch nicht mal, ihn umzubringen. Tötet diese Snake. So, Sensi ist im Weg. Robin hat Level Up. 6 KP und Stärke und Agilität. Pat kriegt 3 dazu. Und Lina nur 4. Und wie viel kriege ich? Auch nur 2, Mann. Wie scheiße. Aber Leute, da das so zufällig ist, ja... Könntet ihr, wenn ihr wollt, wenn ihr wirklich irgendwie, sagen wir mal, die bestmöglichen Werte oder sowas bekommen wollt, das geht ja eigentlich gar nicht in dem Spiel, ohne zu cheaten, dass ihr halt alle 99 oder sowas haben, da müsst ihr denn, weil vor jedem Level-Up, ihr könnt ja immer sehen, wie viele Erfahrungspunkte noch fehlen bis zum nächsten Level-Up, dann müsst ihr da immer genau davor speichern, halt den letzten Boss besiegen und dann immer gucken, wie viel die halt wirklich KP bekommen. Und dann kann man halt richtig schön immer, okay, nee, diesmal hat der Schwarzmagier nur 3 KP zu bekommen, mache ich nochmal aus, lade den Speicherstand neu, und besiegt den nächsten Gegner, vielleicht kriegt er dann mehr KP und das klappt denn. Das ist so blöd, ey, mit dem scheiß zufälligen Wert. Da. Ich glaube, ich mache das aber, wenn ich nochmal offscreen trainiere. Dann mache ich halt die Level-Ups immer so, dass der Schwarzmagier immer dazu bekommt. Selbst wenn die anderen dann eventuell nichts dazu bekommen würden. Aber das ist halt einfach nur scheiße. So, komm schon jetzt. Komm. Oh, überall sind Gegner. Überall. Es ist nicht wahr. Oh, gleich wieder vergiftet. Warum seid ihr denn schneller als wir, Mann? Wir sind schon Level 21 und die sind so mega schnell. Was, was? Wann kommen die in der Hammer Time? Oh je. Yeah. Naja, wir sind halt nicht viel aus. Komm schon. Oh, Minotaurus schon wieder. Wir sind ja halt die richtigen Flaschen. Oh, was? Oh, verdammt. Also haben die 100 KP oder was? Oder gerade so über 100? Bams. Und... Bebams. Sehr gut, alter Mann. So, hier ist noch so eine Tür, okay. Oha. Oh, das war so klar. Oh, was ist das? Ein Erdelementar. Okay, hat Pat... Warte mal, hat Pat dieses Runenschwert? Ne, warte mal, was hat denn Pat jetzt für ein Schwert? Ne, er hat das Drachenschwert, okay, warte mal. Runenschwert effektiv gegen magisch Versierte. Alles klar, Mann, und dann greif mal ihn an. Und Lina, du machst Transpaar. Auf Pad und ich werde einfach mal Mumm auf Pad hauen. Oh, na klar. Okay, sieht da, zieht doch schön viel ab und das auch. Yeah, sweet. Oh, Pad ist durchsichtig. Und Pad ist mega stark. Alles down. Was? Lina haut ihm eine rein. Oh, und tschüss. Yeah. Hat gar nichts gebracht, aber ist egal. So, muss ich natürlich aufpassen. Ich darf da jetzt nicht nochmal reingehen. Sonst ist der Typ gleich wieder da. Oh, ey. Robin hat jetzt ganz schön geschwächelt. So, ich habe noch eine High Potion. Phönixfeder, Echokraut. Okay, alles klar.
Reicht das erstmal aus? Ach, Robby hält das noch ein bisschen aus. So, was haben wir hier? 800 Geld, so. Schön großen Bogen drum gemacht. Und wieder raus hier. Ja, keine Gegner, keine Gegner. Gut, dann gehen wir jetzt die Treppe runter, denn sehen wir, wie ist noch in dem Part hier mal ein anderes Stockwerk. Gibt's doch gar nicht. Da, Schlitz, Schlitz. Oh, yeah, da geht's down. Die olle Schlange. Na, verhungern müssen die Leute nicht hier, wa? Essen sie einfach Schlangen. Autsch. So, und down. Ach, Leute, ey, dieses Spiel. Aber ist echt geil. Irgendwann können die Gegner ja gar nichts mehr, sind wir einfach viel zu stark. So, dann gehen wir einfach mal weiter und nehmen mal diese dummen Anacondas. Braucht man bloß den A-Button mashen und warten und warten. Aber nein, Leute, das Spiel ist verdammt geil. Macht total viel Spaß. Weil es ist ja noch simpel. Es ist ja ein simples Final Fantasy, wo sich ja alles vieles von alleine regelt. Halt die Angriffsstärke und so. Und man muss ja einfach bloß immer einkaufen, die neuesten Waffen, die neuesten Zauber sich besorgen. Und dann ist man immer gut dabei. Dum-di-dum-di-dum. So. Okay, eine Fehlermaus. Hallo. So, aber hier ist ja der Vampir irgendwo, ne? Ist man da unten? Oh, so viele Taranteln, ist klar. So, Lina, dann mach doch mal bitte für uns eine Heilung. Und ich werde den Viechern einheizen. Kching, Robby vergiftet. Das ist so zum Kotzen. Ching. Und, jawohl, ey. Kann immer so lange dauern, ehe ich angreife. Ich muss irgendwie meinen Speed erhöhen. Und Robby ist wieder down. Habe ich noch ein Antidot? Habe ich die in der Offscreen-Training-Session alle verballert? Nee, da ist noch eins. Hab ich aber kommen, ne? Wartet. Zwip! Ah, schön, jetzt konnte Lina zwar keine Heilung machen, aber es macht sie dann jetzt. Heilung! Woo! Cool. Naja. So. Dum-di-dum-di. Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Ich will euch ja alles zeigen. Aber Leute, diese Abschnitte, wo bei jedem Feld ein Gegner kommt, die gibt's ja noch öfter. Aber manche sind, glaube ich, nicht ausweichbar. Da müssen wir denn wohl da übel durch. Todmann, bring ihn um. Was? Yeah. Und tschüss, Mann. Yeah. So. Das sieht doch gut aus. Wo sind wir hier? Oh mein Gott. Oh, ein Troll. Okay, so, Pat bringt den um und die anderen müssen auf den Troll einkloppen. Sehr gut, Pat. Was? Hat der Kopfschmerzen oder was? Oh, lass mich in Ruhe, Mann. Ach stimmt, der ein Troll, der kann sich heilen. Um 9. Das ist ja total dumm. Tschüss, Mann. Yeah. Okay, wo muss ich jetzt hin? Nach unten? Nee, nach unten nicht. Nach oben. Gargoyles. Schnell, schnell. Feurer. Aber ganz schnell. Bevor irgendeiner versteinert wird. Los, mach doch hin. Steht doch nicht so blöd da rum, macht was. Ach gut. Und Feurer. Boom. Gut, alles klar. Weiter geht's. Tod, Mann! Da. Wir müssen ja bald wieder ein Level-Up haben, ey. So viel wie wir hier trainieren. Wieder so eine dumme Wölfe nur. Da haben wir das Wolfsschwert. Ach, Lina, mach einfach mal eine Heilung. Und ich... Ach, die Grafik einfach so an. Da brauche ich jetzt nicht machen hier. Ich könnte ja auch, wenn es irgendwie zu bunt oder so wird, müsste ich immer öfter fliehen, wa? Dank dem Dieb kann man ja immer sofort fliehen. Das schlägt ja bei dem Dieben nicht fehl. Oh yeah. Okay, also ein Angriff reicht nicht aus, um die Viecher platt zu machen, aber dafür von Robin und Dings. Oh, die können sie auch heilen. Haben sie schon mal gemacht? Fies. So, kommt schon. Bringt diese Scheißviecher um und lasst euch nicht vergiften. Und sagt, yeah, abgeblockt. Und mein Schlitz. Und sagt tschüss. Und du jetzt auch tot? Gut. Wir bringen euch um. Jetzt haben wir schon drei verschiedene Wölfe, ey. Gelbe, rote und so eine grün. So, nach oben wollte ich mal kurz gucken. Oh yeah. Das ist hier ein Labyrinth, oder? Voll übel. So, tot. Zack, zack. Die Minotaurusse sind echte Flaschen. Die können gar nichts. Aber naja. Muss ich dir auch mal wieder geben, oder? So einen lamen Gegner. Ah, das ist eine Tür. Eine Truhe! Ah, ein Gegner! Oh, schon wieder so eine dumme Dinger, Mann. Und die vergiften mich natürlich auch wieder. Diese scheiß Viecher. Und meine Magie geht immer weiter zur Neige. Yeah, als zweiter angegriffen. Und Flay. Oder als dritter? Ist egal. Hauptsache, sie sind tot. Da gehen sie alle down. So. 300 Chill. Und wartet hier wieder irgendein Gegner von mir? Nö. Oh, ein Korallschwert. Das klingt auch interessant. Korallschwert?
Na, wie sieht's aus? Effektiv gegen Marinegegner. Ah ja, also Wasserviecher, glaube ich. Und macht so ein bisschen die Stärke hoch. Hier die Stärke um einen runter. Der Drachentöter. Ja, ich glaube eigentlich ist ja so ein Drachendings oder hier Wolftöter und so was. Alle, das ist ja... Oh, gegen Mutanten wie Werwölfe hebt also auch... Also das Breitschwert oder das Langschwert ist eigentlich total scheiße, oder? Ich nehme mal das obwohl, wir sind ja nicht unter Wasser. Ich nehme mal den Drachentöter. Oder kommen hier eher Mutanten? Ich nehme den Wolftöter mit. So, ein bisschen schwächer zwar, aber die Trefferrate ist hoch. Und die werden alle draufgehen. Ein Hinterhalt! Komm, haben sie das, haben wir das Schwert ausgerüstet. Schließen sich die Wölfe gleich wieder zusammen und wollen uns bashen. So, tschüss. Und tschüss. Und Lina und ich müssen zusammen einen Platt machen. Oh! 200 Schaden, ey. Was zählt denn in dem Spiel als Mutant? Na, ist egal. Wir werden es schon noch erleben. Irgendwann wird es so eine Viecher geben. Und sagt tschüss. Ah. Das freut den Lux gleich Link. Gut. Dann gehen wir nach unten. Aber Leute, der Part ist vorbei. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Das war Final Fantasy 10. Also Part 10. Ja, und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt, gegen alle möglichen Viecher kämpfen. Was mache ich jetzt hier? Lina braucht doch ja nichts machen. Lina kann so angreifen, weil ich werde mit Feuerer alle wegbashen. Robin ist vergiftet. Das ist nicht nett. Komm schon. Greif an, Marcel. Los, Mann. Och, Mann, ey. Na toll. So, das ist eigentlich immer total unnütz, ja? Wenn man schneller machen will, greife ich sowieso immer erst zuletzt an oder so, dass er das schwer bringt. Naja, was soll's, Mann. Freunde. Oh, Robin hat ein Level up. Yeah, 6 KP. Wie lame. Aber Glück und Stärke. Pat kriegt 3 KP. Und Lina kriegt... Au, 28 mal wieder. Cool. Und ich hier, und ich bekomme, ja, 24. Jetzt habe ich auch mal wieder über 200 KP. Oh, endlich. Ah, Freunde, da ist die Treppe, alles klar. Ich bin vergiftet. Leute, bis zum nächsten Part von Final Fantasy 1. Vielen Dank und tschüss, Mann.